Wunderbare Geheimkräfte erschlossen sich mir, als ich eines Tages mein Zauberschwert ausstreckte und sagte, bei der Macht von Grayskull. Ich habe die Kraft! Wurde zur mächtigen Battlecat. Und ich wurde... Me-Man und die anderen Leute. Und wie genau es dazu kommen konnte, dass ich zu He-Man werden konnte und wie auch ihr zu He-Man werden könnt, das wollen wir kurz in diesem Video anreißen und überblicken. Also los geht's! Monsters Maniac Mexico! Wie kommt es nun also, dass ich zum großen Chef der ganzen Kraft des Universums und zum Kenner der Geheimnisse von Castle Grayskull werden werde. Ja, und nicht nur ich, sondern ihr auch, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Nun, das schauen wir uns sofort an, denn das hat mit Marcos Lascano zu tun. Aber lassen wir den Künstler ruhig selbst zu Wort kommen. Hola. Yo soy Marcos Lascano Ramírez y les doy la bienvenida a mi taller, a mi mesa de trabajo, que es para mí como un horrocrux, pues parte de mi alma ya se encuentra en esta mesa de trabajo donde por muchos años hemos creado obras que ustedes ya conocen, como lo que son los xenomorfos, lo que son los dinosaurios, los luchadores. Pero ahora los invito a un nuevo proyecto en el que ustedes van a ser la parte central y más importante de la obra. Vamos a personalizar figuras de He-Man y estamos muy contentos de que esta empresa haya surgido. Los invito, les agradezco su apoyo y pues vamos adelante con esto. Muchas gracias. Also, was Marcos uns sagt, ist herzlich willkommen an seinem Arbeitsplatz, an dem er als Teil der mexikanischen und nordamerikanischen Spielzeugindustrie seit über 20 Jahren am Spielzeug und Actionfiguren arbeitet. Stücke, die wir alle kennen sollten und an denen er bereits gearbeitet hat, sind zum Beispiel die Aliens Xenomorphos oder Wrestler und viele andere Beispiele, zum Beispiel Tom Holland aus Spider-Man. Aber dieses Mal wendet sich Marcos an uns mit einem ganz speziellen Projekt, denn er hat mir und er wird euch helfen, endlich He-Man zu werden. Das heißt, er gibt mir und 10 weiteren Mitgliedern meines Kanals hier die Chance, ja, sein He-Man, sein persönlicher He-Man zu werden. Marcos wird eine He-Man Origins-Figur komplett per Hand nachgestalten und wird das Gesicht nach eurem Vorbild, nach meinem Vorbild modellieren. Und das ist nicht alles. Die Figur wird nicht nur so daherkommen, sondern sie kommt mit der vollen Ausrüstung und sie kommt mit dem Holiday He-Man Zubehör, das heißt mit ihrer, ja, Weihnachtsmannkappe und mit dem speziell lackierten Schwert. Außerdem gibt es dazu eine Geschenkbox und ein Zertifikat. Die Figuren sind nummeriert. Ja, und das Ganze ist komplett limitiert. Das heißt, es wird außer diesen 10 He-Männern keine weiteren geben. Marcos ist sehr stolz, dass er uns bei diesem Projekt begleiten kann, dass er sein Talent in dieses Projekt stecken kann. Wir werden natürlich jeden Schritt der Entwicklung dieser Figuren auf diesem Kanal aufmerksam begleiten. Und ja, jetzt seid ihr dran. Wenn ihr genauso wie ich He-Man werden wollt, ich werde He-Man, so viel steht fest, ja, dann zögert einfach nicht. Ne? Das ist ein limitiertes Projekt. Es ist ein Projekt auf Weihnachten bezogen. Es wird Holiday He-Man sein. Mit eurem Gesicht oder mit dem Gesicht, was ihr wünscht, freihand modelliert, die Figur 100% beweglich, 100%
nachempfunden, also keinerlei Einbußen. Im Gegenteil, der Mann hat über 20 Jahre Erfahrung im Toy-Business und ich freue mich auf das Resultat und auf die gemeinsame Reise auf dieses Abenteuer. Seid dabei! Gilt natürlich, da es nur 10 Plätze gibt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Nachricht hier unter YouTube oder da ihr meine Subscriber seid, auch gern auf Facebook oder WhatsApp, wenn ihr Fragen habt für die Details, für alles Weitere. Aber das Ganze ist wirklich, kann ich sagen, wirklich, wirklich, wirklich nicht unrealistisch. Und ich habe meinen Freund Markus gebeten, eben diese 10 Figuren auch für Europa zu kalkulieren. Der Versand ist gesichert. All das zu jeder Zeit. Ich hoffe, dass euch das interessiert, genauso wie es mich interessiert. Mich interessiert das nicht nur, mich setzt das in Flammen. Die Macht von Grayskull. Ich habe die Kraft. Und damit verbleibe ich bei der Macht von Grayskull. Euer Maniac Mexico.